Es ist wirklich nicht ganz einfach, Skispringerin in Italien zu sein. Die Sportart ist im Gegensatz zu anderen Ländern nicht sehr populär, was es auch schwierig macht, Sponsoren zu finden, und außerdem gibt es wenige Chancen. Trotzdem schafft es der Azzurre, in der absoluten Weltelite mitzuspringen. So stieg zum Beispiel eine Elena Rungeldier aufs Podest bei der ersten Frauenweltmeisterschaft 2011 in Oslo, wo sie Silber hinter der Österreicherin Daniela Eraschko holte. Und eine Evelyn Insam schrammte bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sochi knapp an einer Medaille vorbei und wurde Fünfte. Im Vorjahr blieben dann plötzlich die Ergebnisse aus, die Harmonie in der Mannschaft stimmte nicht mehr, es wurde nur mehr gestritten, und so beschloss der Verband, drastische Maßnahmen zu ergreifen und löste im Mai dieses Jahres sogar die Damen-Nationalmannschaft einfach auf. Für die beiden Topspringerinnen Rungeldier und Insam bedeutete dies, dass sie sich auf den Winter nur mehr mit den Trainern ihrer Sportgruppe bei der Finanzwache hätten vorbereiten können. Insam nahm das nicht an, kündigte bei der Finanz und zog nach Frankreich zu ihrem ehemaligen Cheftrainer der Azzurre, Julien Hébert-Guillon. Ja, der Sommer war ziemlich kompliziert. Ich habe es selbst noch nie erlebt, ganz ehrlich zu sein. Es war eben einmal, dass sie die Mannschaft weggenommen haben, aber dann war ich eigentlich schon zuversichtlich, dass sie die Mannschaft wieder aufbauen werden. Das Damen-Skispringen riskierte in Italien zu verschwinden. Bis dieser Mann hier aktiv wurde, der frühere Nationaltrainer Romet Moroder, der eigentliche Vater der Erfolge der Grödner Skispringerinnen. Nach 10 Verhandlungen mit dem Verband überzeugte er im September Vizepräsident Flavio Roda und Sportdirektor Sandro Pertile, doch wieder eine Nationalmannschaft aufzubieten. Und er holte gleich den besten Trainer, den Österreicher Janko Zwitter, der auch die beste Skispringerin der Welt, die Japanerin Sara Takanashi, betreut. Die 19-Jährige ist fünffache Junioren-Weltmeisterin, hat zweimal den Gesamtweltcup gewonnen, viermal den Summer Grand Prix und feierte bisher insgesamt unglaubliche 30 Weltcup-Einzelsiege. Ich habe Janko eigentlich schon seit Senior gekannt und wir sind dann schon vor 3 Jahren in Gespräch gekommen. Und er hat eigentlich immer gesagt, ja, das war was. Aber verbandsmäßig ist dann das erst jetzt heuer zustande gekommen. Die haben mich gefragt und ich habe mich irrsinnig gefreut, dass ich... dass Italien mit mir arbeiten will. Ist eine tolle Geschichte. Vor allem auch deshalb, weil die Sarah auch damit leben kann, dass sie in Italien und mit ihr arbeitet. Und ich glaube, dass das eine tolle Zusammenarbeit werden kann. Insgesamt stehen heuer 5 Skispringerinnen im italienischen Nationalteam. Elena Rungeldier mit 25 Jahren die älteste im Aufgebot, die Schwester Manuela und Lara Malsina sowie die einzige Nicht-Grönerin Veronica Gianmoena aus dem Trentino trainieren bereits seit einem Monat mit Zwitter und Moroder. Dazu kommt noch Evelyn Insam, die beim Franzosen Julien Hébert-Guillon geblieben ist, bei den Weltcup-Veranstaltungen aber zur Nationalmannschaft stoßen wird. Ob diese Lösung funktioniert, wird sich zeigen. Janko Zwitter und Romet Moroder sind aber überzeugt, dass dies der richtige Weg ist. Die Evelyn hat unsererseits total offene Türen. Das heißt, sie will zwar jetzt momentan noch ein bisschen die eigenen Wege gehen, aber wir bleiben total offen. Das heißt, es ist überhaupt kein Streit voll oder so. Wir lassen das ihr, weil sie einfach das wünscht, und das ist auch richtig so in diesem Fall. Aber mit der Zeit hoffe ich schon, dass wir dann wieder mal ein ganzes einheitliches Team sein werden. Ich sehe das relativ pragmatisch. Ich selber kenne die Situation mit der Sarah und dem japanischen Skiverbund. Ich bin definitiv der Letzte, der da Steine im Weg legen wird oder sagen wird, du, pass auf, so. Nein. Die Evelyn kommt und dann wir sind froh, dann sind wir definitiv vollzählig und dann schauen wir, was wir zusammenbringen. Sie ist in der Mannschaft, aber sie trainiert eigentlich nicht mit uns. Sie hat entschlossen, mit einem eigenen Trainer weiter zu trainieren, mit unserem letzten Trainer halt. Und es ist halt ihre Entscheidung und das muss man auch akzeptieren, dann werden wir schon sehen. Der Weltcup beginnt heuer am 4. Dezember in Lillehammer. Insgesamt stehen 19 Termine auf dem Programm, so viele wie noch nie zuvor. Janko Zwitter geht sehr zuversichtlich in die neue Saison. Ich traue mich jetzt, ich lahm mich sehr weit aus dem Fenster. Also wenn ich sage, wir sind für ganz vorne gut. Aber wenn sich das so weiterentwickelt, wie es sich bis jetzt entwickelt, dann, und wenn es auf diesem Weg weitergeht, dann haben wir wirklich viel Freude. Soll uns nichts Schlimmeres passieren als sensationelle Resultate.
Etwas vorsichtiger ist da schon Elena Rungel, die ja mit insgesamt 51 Weltcup-Einsätzen die erfahrenste Springerin im Team. Jetzt werden wir schauen für den Winter. Jetzt sind die Resultate mal nicht das Wichtigste. Wir schauen einfach gestanden zu sein und dann wird man sehen. Dann logisch, wenn das Resultat auch passt, dann ist es umso besser. Aber wir schauen einmal nicht genau auf die Resultate hin. Auch Manuela Malsina hat trotz ihrer erst 17 Jahre insgesamt schon 25 Weltcups bestritten. Nach ihrem Sturz in Planica und einem Kreuzbandriss versucht sie heuer wieder den internationalen Anschluss zu finden. Ihr großes Saisonziel ist die Junioren-Weltmeisterschaft Ende Februar im rumänischen Rasnov. Ich will jetzt einfach einmal wieder gut in Form kommen nach den ganzen Verletzungen, vielleicht bei ein paar Weltcups mitspringen und vor allem die JWM gut mitmachen und dann mal schauen. Bei der Junioren-WM will auch ihre zwei Jahre jüngere Schwester Lara Malsina vorne mitspringen. Die 15-Jährige ist erstmals in der Nationalmannschaft, ist im Vorjahr mit guten Ergebnissen im Alpencup aufgefallen. Näheres Ziel ist auf jeden Fall die Junioren-Weltmeisterschaft und die Junioren-Olympiaden. Und ja, dem hoffe ich mir halt in die ersten 5 zu kommen. Bei den letzten Olympischen Jugendspielen 2012 in Innsbruck war sie dabei, Veronika Giammoena, die einzige Nicht-Grönerin in der Nationalmannschaft. Die fast 20-Jährige aus Varena wurde vor 3 Jahren auf dem Bergisel 12. Heuer will sie sich im Weltcup etablieren.